Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, stehe ich im zuletzt renovierten Gesellschaftsclub, um die Gesellschaftsclub-Missionen aufzunehmen. Und da haben wir hier ein dramatischer Abgang. Und die Beschreibung ist, einen skrupellosen Adeligen möglichst theatralisch eliminieren. Das klingt auf jeden Fall interessant, aber zuerst, bevor wir das machen, selbstverständlich, lieber Error, für dich eine neue Montur für heute. So, die haben wir beim letzten Mal getragen. Dann geht's hier weiter mit Connors Meisterassassinen-Montur. Montur des Meisterassassinen Connor Kenway. Die tragen wir dann heute. So. Achso, jetzt habe ich sie gar nicht so detailliert gezeigt. Ich zeige sie hier jetzt nochmal. So. Und dann können wir mit der Mission anfangen. Und bekommen Text. Ein dramatischer Abgang. Der skrupellose Duke de Barrois wahrscheinlich, nutzt seinen Einfluss, um seine Rivalen hinrichten zu lassen. Anschließend eignet er sich ihre Besitztümer an. Er feiert seinen Erfolg mit einer Theateraufführung im Hotel de Sully. Sully. Keine Ahnung, im Hotel de Sully. Stört die Aufführung und statuiert ein dramatisches Exempel am Herzog. Der Rat. Okay, wir sollen ein dramatisches Exempel statuieren. Was für eine Ausdrucksweise. Die kenne ich ja sonst nur von mir. Nee, Quatsch. Nicht mal so. Also, ich drücke mich ja manchmal schon kompliziert aus, aber so? So, dann schauen wir doch mal. 115 Meter. Schauen wir doch mal, wie wir ihn auf dramatische Weise eliminieren können. So, das hier rechts ist wieder die Truhe, an die wir noch nicht drankommen, weil der Raum abgeschlossen ist. Und ist das schon wieder dieses bescheuerte Hotel, das ich so hasse? Mein Hassort. Ach komm, wer hat mich denn jetzt gesehen hier? Mist. Ich wollte ihn eigentlich noch plündern. Lass mich wieder hoch. Ah, da ist noch ein Schütze da drüben. Ah, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Sagte nicht schießen. Na gut, nicht treffen gilt auch. Das ist für mich genauso gut. Nicht getroffen ist wie nicht geschossen. Zumindest was meinen Lebensbalken angeht. Obwohl, hat er mich getroffen? Meine Lebensenergie ist so bedrohlich niedrig. Hat er mich doch getroffen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich nehme so oder so mal lieber Medizin zu mir. So, und jetzt darüber. Oh, ich höre lautes Gelächter. Und um die Frage zu beantworten, ja, das ist, glaube ich, schon wieder, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist das wieder mein Hassgebiet hier? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Der Garten sah anders aus. Aber ist eigentlich auch egal. Es ist trotzdem doof. So, wo muss ich denn hin? Wer ist denn das? Da. Und wie soll ich ihn jetzt auf dramatische Weise töten? Ich bitte euch, ergötzt euch an dieser delikaten. Erst war da mein unglückseliger. Ich töte ihn einfach. Vor aller Augen. Vielleicht ist es deshalb dramatisch, ich weiß es nicht. Nein, nicht die schöne weiße Montur vollbluten. Das habe ich nicht gerne.
So, sonst noch jemand? Okay, das war einfach. Ich hätte mir das jetzt auch irgendwie interessanter vorgestellt. Also vor allem das dramatische Töten. Oh, hier fängt es gerade, es fängt gerade an zu schütten draußen. Ich hoffe, das hört man nicht. Der Regen ist gerade extrem laut. Aber im Spiel fängt es auch gerade an zu regnen. Das passt ja. Dann passt. Das sind alles Geräusche aus dem Spiel. Nee, ich glaube aber tatsächlich hört man es nicht. Draußen schreien jetzt auch irgendwelche Kinder rum, weil sie nass werden. Die berühmten Zuckerkinder. Ich hoffe, man hört es nicht. Aber ich muss halt, wenn ich so einen Aufnahmetag hier mache und irgendwie mal 10 Folgen am Stück aufnehme, dann muss ich einfach das Fenster auflassen. Weil sonst ist hier nach 2 Folgen so eine Luft drin. Dann kann ich danach irgendwie die restlichen 8 Folgen, die ich dann aufnehme, sind alles nur noch Hirnmatsch-Folgen. Weil hier einfach kein Sauerstoff mehr ist. So, das war die Gesellschaftsclub-Mission. Ein dramatischer Abgang, 700 Livre für uns. Und ja, schön ist's. So, das ist immer noch wieder diese blöde Truhe, oder? Oder sind wir mittlerweile woanders? Ich weiß es gar nicht. Ja doch, das ist wieder die blöde Truhe. So, wo ist, genau, der Club? Okay, jetzt kommt noch ein Gewitter dazu. Ich fürchte, wenn das näher kommt, dann wird man es doch hören. Ja, vielleicht schaffen wir dann die zweite Mission auch noch. Ich meine, bis jetzt sind gerade mal 7 Minuten rum. Da können wir doch bestimmt die zweite Mission noch schaffen. Das heißt, wenn der Junge heute noch ankommt. Würdest du bitte in das Fenster reinklettern? Boah, Junge. Boah, wie der mich wieder nervt. Ich meine, so kann man sich auch noch 10 Minuten lang beschäftigen. Ist aber nicht besonders interessant. So, alte Habits ablegen. Den Schlägerhauptmann eliminieren, der die Nonnen im Nonnenkloster Fil du Calvaire terrorisiert. Was? Lass die Pfoten von den Nonnen. Das Viertel in der Nähe des Nonnenklosters Fil du Calvaire wird derzeit von Schlägern terrorisiert. Löst dieses Problem. Macht den Anführer dieser Schläger ausfindig und schaltet ihn aus. Der Rat. Jawohl. Wird erledigt. Wow! Und wieder die Füße gebrochen. Und wieder, keine Ahnung, 2 Monate Lazarett. Wo ist die Truhe? Da ist die Truhe. Was, war ich hier nicht schon mal? Waren hier nicht die Schützen auf dem Dach? Ah, ich muss noch weiter um das Gebäude rum quasi. Ich habe übrigens den Teil mit Connor nicht gespielt, wo ich hier gerade die Montur so sehe. Den Teil kenne ich nicht. Den habe ich irgendwie ausgelassen. Was gibt dir das Recht dazu? Dass deine Antwort ist, rede. Oder ich schlitz dich auf. So, was machen wir denn Lustiges? Wie wär's denn mal wieder mit einer Berserkerklinge? Dass der mich nicht sieht, der guckt mich ja noch genau an, glaube ich. Einfach so, weil man's kann und weil's lustig ist. Was? Nein! Verdammter Mist! Wer ist das gewesen? Jetzt wollte ich mir nur den Kampf da angucken. Da schießt schon wieder einer auf mich.
ist ja ätzend. Ich wollte doch nur wissen, wer von denen da hinten gewinnt. Da hinten steht ein Schütze. Oh, gut, dass die Kutsche im Weg war. Jawohl! Das ist nicht mal ein richtiger Schütze. Das ist einfach nur einer, dem man eine Waffe in die Hand gegeben hat. Boah, das sind aber jetzt viele hier. So, hat da hinten schon einer gewonnen oder verloren? Noch nicht so ganz, ne? Aber ich habe mir genau den richtigen ausgesucht. Der ist auf jeden Fall robust. So, habe ich jetzt eigentlich den... Ja, war das einer von denen? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt lebt nur noch der eine, den ich töten soll, oder was? Nee, aber der scheint auch tot zu sein. Ich muss aus dem Gebiet fliehen. Aber natürlich nicht ohne die Aufgabe hier zu erledigen. Ach, der war das hier, glaube ich. Der Henker. Ach, guck mal, wie sie da stehen. Die Aufmerksamen. So, gib mir dein Zeug. Oh, was haben wir denn hier für ein Gemälde? Auf jeden Fall etwas mit dem Tod. Hübsch. So, für die Nonnen der Gegend haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt fliehen wir noch aus dem Gebiet. Genau, lass dich einfach mal nach hinten fallen in den Heuwagen hier. Ja, 2500 Livre. Ordentliche Belohnung, würde ich sagen. Tempel befreit. Schön. Und damit sollten wir doch jetzt diese Mission haben, oder? Nein, ich wollte das nicht lesen. Ich wollte auf die Karte schauen. Genau, da ist jetzt auch keine neue mehr dazugekommen. Ja, was machen wir denn jetzt noch mit den restlichen Minuten dieser Folge? Das ist ja ein Ding. Was haben wir hier oben? Schwierigkeit 4, die Show stehlen. Oh nee, das machen wir irgendwann mal einzeln. Ja, ansonsten in dem Stadtteil hier hätten wir noch eine Truhe und ein Artefakt. Und hier ist noch ein Rätsel. Wassermann. Ist aber direkt mal Schwierigkeit 5. Klar, warum nicht? Na, machen wir erstmal die Truhe hier. Und räumen mal wieder ein bisschen Karte auf. Ja, komm, mach. Mach hinne, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, wo ist das Ding? Ganz unten. Natürlich. Boah, dass hier alles immer abgeschlossen ist in diesem Stadtteil. Mann. Oder gibt es hier einen Hintereingang? Ist ja ätzend. Matt, lass mich durch. Ja, es gibt sogar einen Hintereingang. Ja, tut mir leid, wenn ihr die Vordertür abschließt, müsst ihr halt damit leben, dass ich euch töte. Oder so. Wow. Oh, cooler Move.
selber schuld, würde ich sagen. Lebt oder sterbt, aber lasst mich an die Truhe. Ich habe sie auch schon gesehen. Die sollte jetzt offen zugänglich sein. Ich könnte natürlich auch schauen, ob die andere Truhe, an der ich vorhin schon mehrmals war, auch irgendwie einen Hintereingang hat oder so. Sehr schön. 20 von 44, meine Güte. Ja, dieser Stadtteil hier wird auch immer leerer. Achso, genau, das hatten wir gerade schon angeschaut. Dann holen wir uns noch das Artefakt hier, wenn es geht. Hat er mich gerade gerufen? Hat er mich Arno gerufen? Oder meinte er, Arno, meine Schnürsenkel sind gerissen? Oder irgendwie sowas. Oh, eine Kokarde. Gerade aufgetaucht. Was macht denn der da oben? Spring nicht! Spring nicht! Wo ist die Kokarde? Da ist die Kokarde. Im Baum. Ich sehe sie. Komm, Indianer. Mach hüpf. Sehr schön. Hätten wir die auch schon wieder 10 von 15 in diesem Bezirk? Da kriegen wir ja bald neue Farben. Ist das toll. Wobei ich da gar nicht drauf stehe, ehrlich gesagt. Die ganzen Farben hier. Es macht Sinn in einem Koop-Modus oder in einem Multiplayer-Spiel, wenn die Leute mit verschiedenen Farben gekennzeichnet sind. Aber hier ansonsten... Für mich braucht es nur das Assassinenweiß. Ansonsten brauche ich hier keine großen Farbschemata. Hängt das hier an der Gartenmauer? Tatsache. Das ist ja ein Ding. So, haben wir sonst noch irgendwas in dem Bezirk? Hier haben wir halt die nächste Hauptstory, aber die werden wir nicht in 2 Minuten schaffen. Ansonsten, hier sind rote Truhen. Was ist das? Das war doch vorhin noch nicht da. Die Dankbarkeit der rätselhaften Purpurrose gewinnen. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass das vorhin noch nicht da war. Weil ich nämlich in diesen Stadtteil noch reingeschaut habe, ob man da was machen könnte. Weil das einer von den Anfangsstadtteilen ist mit Schwierigkeit 2. Und das war nicht da. Das ist jetzt auf jeden Fall erst irgendwie eine Folge von irgendetwas anderem, was wir erledigt haben. Ja, ansonsten sieht es gerade schlecht aus. Wir haben in der Nähe nichts mehr. Ich kann jetzt nochmal gucken, ob an der Truhe hier, ob es da auch einen anderen Eingang gibt als die verschlossene Tür. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Weil die ja da im zweiten Stockwerk war und die Treppe und so weiter. Ach komm, wo wir gerade hier sind. 4 von 35, immerhin. Du hattest es verdient. Du und deinesgleichen. Jetzt werde ich noch frech, Kollege. Boah, was hat der für Klamotten an schon wieder? Furchtbar, so würde ich nicht auf die Straße gehen. So auch nicht, junge Dame. Zieh dir was an. Was soll dein Vater denken? So, die einzige Möglichkeit wäre halt, dass auf der Rückseite vielleicht ein Fenster auf ist, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dann wird die Truhe hier wahrscheinlich warten müssen. Oh, ein Kätzchen. Hallo, Kätzchen. Dann wird die Truhe hier wohl warten müssen, bis ich... Obwohl? Hier ist ein Fenster. Ach, na, okay. Das bringt mir auch nichts. Nee. Also die Truhe wird warten müssen, bis ich soweit bin und das Schlösserknacken gelernt habe. Das Verbesserte. Wo
Wobei ein Assassiner auch genug Kraft haben sollte, um hier so ein bisschen Fenster einzuschlagen. Das kann nicht so schwer sein. Naja, gut. Also diese Truhe können wir vorerst nicht holen. Ja, dann, oh, hier ist noch eine Kokarde. Was sagt die Zeit? Eigentlich bin ich schon drüber, aber komm. Komm. Als kleinen Bonus für die Folge gibt's noch gratis eine Kokarde obendrauf. Oh, da steht auch einer in der Ecke da. Ah ja, Koop-Mission. Ich sehe schon. Was ist denn hier los? Oh, ich glaube, da wurde jemand getötet. Naja, passiert. Politische Verfolgung. Ah, die Kokarde. Wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, für diese Folge war es das. Ich stelle mich mal hier dazu, ganz unauffällig. Ich passe auch super gut in die Gesellschaft mit meinen Klamotten. Ich falle so gut wie gar nicht auf. Hier gibt es nichts Interessantes mehr. Nee, habe ich mir schon gedacht. Ja, alles klar. Das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und was wir beim nächsten Mal machen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann.